Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monkey Island 2 Special Edition mit Chuck's Revenge. So, ich habe vorhin auf Arbeit ein bisschen überlegt, was können wir denn machen? Ich dachte mir, quatsch mal mit Wally, wir haben ja neue Infos. I'll never be able to afford a new one. Hi Wally. Who's there? I can't see anything without my monocle. Ja, vielleicht können wir ihn jetzt mit ihm mehr drüber reden. Hey, I did it. Margot Legrand left Scab. That's great. I guess I can stop with the bricks through his window now. Ja. How am I supposed to work? Toll, also vielleicht müssen wir noch... Wartet mal. Wartet I'm such a mal. Dope. Hatte nicht hier dieser Captain Dredd ein Talisman mit einem Auge vom Navigator? Vielleicht nimmt er ja ein Monokel. Ich meine, das ist ziemlich ähnlich aufgebaut, oder? Probieren wir es mal. Ja, ja. Schöne, schöne Insel, schöne Musik. Dann gehen wir mal wieder zu Captain Dredd, Mr. Gansermann. Ah, ich kann das nicht. Will ich auch gar nicht. Ja, Guybrush, lauf bitte noch ein paar mehr Stege und Planken entlang. Wir haben Zeit. Hey, yo. It's me again. So I see. What can I do for you this time, man? I gotta run. Lots of treasure hunting to do. Okay. Bye, man. Come again. Ja, wieder rein. Vielleicht muss ich ihm das Monocle direkt geben. Would you like my monocle? Thanks, man. This'll do just fine for my lucky sailing necklace. What can I do for ya? Ja, perfekt. Seht ihr, wir haben's geschafft. Also, dann geht's doch mal los. I need to charter a ship. You're in luck, my friend. Rumor has it that Lago's been run off the island. So I'm now free to sail again. Only problem is that you don't look like the type that has 20 pieces of eight. Yeah, you're right. I'm broke. Ey, nein! Jetzt brauchen wir auch noch Geld. Ich werde wahnsinnig. Wir haben ein Goldstück. Okay, also müssen wir etwas Geld verdienen. Ich bezweifle, dass die Voodoo Lady viel Gold für mich übrig hat. Auf dem Friedhof wird wohl auch nicht Geld rumliegen. Vielleicht kann ich jetzt den Job bei dem Garkeeper annehmen als Koch. Das wäre doch mal was. Vielleicht haben wir rein zufälliges Glück und der andere Koch hat's gerade versaut oder so. Das wäre doch was. Dann probieren wir doch mal unser Glück. Hoffentlich hört er irgendwann auf und leistet sich eine Bürste. Excuse me. Yeah, boy? Is that job available yet? Sorry, that guy I hired is doing just fine so far. Nice place you have here. Well, see ya. Okay, also ist das nicht rein zufällig auf einmal frei. Also müssen wir wohl dafür sorgen, dass es frei wird. Also müssen wir das irgendwie versauen. Wie machen wir das denn am besten? Müssen wir das einfallen lassen? Ja. Geht die jetzt? Kann ich das in die Wischi-Soße passen? I don't want to polish that. Nein, das sollst du ja auch reintun. It's too soggy. Zu feucht, okay. Irgendwas einfach in die Wischi Swiss. That doesn't seem to work. Verdammt, wie werde ich den Kerl los? Der schneidet Kartoffeln. Also mir fällt gerade ein, irgendwas mit der Ratte vielleicht, aber wie soll ich denn bitte schön die Ratte dahin kriegen? Das muss mir mal einer erklären. Soll ich die Ratte in den Kochtopf packen oder was? Keine Ahnung, vielleicht denke ich mir auch gerade was ziemlich Bescheuertes aus, aber kann ja sein. Won't fit in my pocket. Ja, gut, immer noch nicht. Ja, aber ich habe auch nichts um die Ratte. Ja. Eingesperrt ist eine gekaute Ratte. Aha, ich kann die Ratte einfach einstecken. Ja gut, das hätte ich... Ich dachte, ich kann das nicht aufmachen, weil sonst ist es weg. Weißt du, dass sie dann wegrennt? Davon bin ich irgendwie ausgegangen. Ah, okay. Dann
Ja, vielleicht kann ich mit der Ratte irgendwelche Hygieneprobleme hier auslösen. Probieren wir das mal. Das ist doch eklig. The thing is, it's a cold soup. Oh, das ist mega eklig. Schnell weg. Er macht's ja wirklich. Irgendwie bin ich stolz auf mich. Früher wäre ich auf sowas gar nicht gekommen. Ah, aber so langsam. Die Adventure-Muskeln sind quasi langsam aber beansprucht worden und es wird. Excuse me. Yeah, boy? Hey, how's the stew tonight? Stew? Oh, gosh. We only serve gourmet chilled soups here. In fact, our new cook has been working all day on a very special vichyssoise. Let me go see how he's doing. Ah, das hätten wir geschafft, glaube ich. How's the vichyssoise, Bernard? Excellent, sir. Won't you have a taste? Oh, I think I will. Oh my god! What kind of demented recipe book are you using? You're fired! But, sir... Out! Get out of my sight! This is the most disgusting, filthy mess I've ever seen in my life! Look at all the hair! And what's this stuff? How am I ever gonna get rid of this junk? Perfekt, ich glaube, das hätten wir geschafft. Well, here's your soap. I'm really not that hungry anymore. Dang. Hey, can you cook? A little. How'd you like a career in the fast-paced world of pub food cuisine? Are you saying there's an opening in the kitchen? Yeah. You interested? Ja, klar, oder? Genau, wie wird gezahlt? I don't know. How much does it pay? 420 pieces of 8 a week. First week paid in advance. Aha, erste Woche im Voraus. Ja, ich glaube, wir wissen, was wir machen, oder? Sure, I'll give it a shot. Great, job is yours. Here's a week's worth of wages. Now go strap on that apron and get to work. Okidoki. Ja, jetzt sind wir wirklich wieder reich. Ja! I'm rich. Diesmal hast du auch wenigstens recht. Okay, Vichyssoise mit Rattenhaaren. Yuck, a rat's been swimming in it. I've never been much for rodent seasonings. I'm no cook. Ich bin immer kein Koch. Also, einfach wieder abhauen oder was? Ja, gut, wir haben unser Gold und wie ein wahrer Pirat. Wir haben irgendwen hinters Licht gezogen. Hinters Licht geführt, ja, genau. Ich glaube, ich sollte die schlauen Sprüche lassen so langsam. Die gehen irgendwie immer in die Hose. Wir haben unser Gold. Und jetzt können wir Captain Dread glücklich machen. Und uns selbst. Weil wir endlich von dieser Insel runterkommen und mal was anderes sehen. Ich meine, sonderlich groß und sonderlich viel bietet diese Insel ja nicht. Ja. Da läuft er dahin. Wie findet ihr eigentlich den Mantel von Guybrush? Ich finde den gar nicht so unschick. Also wenn man sich mal in Ruhe anguckt. Schon wie ein echter Pirat, nicht wie im ersten Teil mit seiner komischen, weiß nicht. Mit seinem kleinen Hemd. So I see. What can I do for you this time, man? Ich hab das Geld. I need to charter a ship. You're in luck, my friend. Rumor has it that Lago's been run off the island. So I'm now free to sail again. Only problem is that you don't look like the type that has 20 pieces of eight. Actually, I do have that much. Well, man, consider me ship chartered. Great. Where's your ship? You're standing in it, man. Yikes. Part 2. 4 Kartenteile. Eigentlich Teil 2. Egal. Deep in the Caribbean, hidden by an endless storm, lies LeChuck's Fortress. So, when are we gonna resurrect the old bloated fool? Oops. I'll ignore that comment just this one time, Largo. Only because they tell me you found Guybrush Threepwood. It's Threepwood, and I found him on Scab Island. Very good. No one gets the upper hand on LeChuck without getting what he deserves. I want Guybrush brought to me, and I want him brought alive. I am entrusting this to you. Do not fail me. Never, your voodoo lordship. Aye. Guybrush Threepwood is finished. I need you
to start building me a very special doll. With pleasure. I'm off to find Big One. Oh Gott, wir wissen wieder mehr. Und die Musik passt doch hier an dieser Stelle wunderbar. Papageienfutter? Tja, warum nicht? Sonst irgendwas? Ja, sieht nicht so aus. Also gehen wir wieder rein. Welcome to the Jolly Rasta. Where do you want to go? Jolly Rasta, wie passend. I don't know. What are my choices? I only know how to get to Tree Islands, man. What are they? There's where we just came from, Scab Island. The only island where pirates are free to be pirates. Then there's Booty Island. The festive French Mardi Gras party all the time island. It's run by one of the most respected and loved governors around. Governor Elaine Marley. Elaine? And last, there is Fat Island. A fascist dictatorship run by an over-bloated pig named Governor Fat. Here, take this easy-to-read reference map, courtesy of Dread Tours. You can use it to show me where you want to go. So, Aufnahme musste ich mal eben kurz stoppen, tut mir leid, weil hier wurde an meiner Tür geklopft und das wollte ich doch mal eben beantworten. Okay, ich habe jetzt leider auch die Stoppuhr komplett zurückgesetzt, aber ich glaube so 3 oder 4 Minuten Zeit dürfte ich noch haben. Okay, welche Island, oh, konzentrier dich mal. Welche Insel nehmen wir denn zuerst? Scab Island, das kennen wir schon. Bestimmt hat sich jetzt, dadurch, dass wir jetzt Teil 2 erreicht haben, also sozusagen ein neues Kapitel begonnen haben, hat sich bestimmt ein bisschen was geändert auf Scab Island, aber das sehen wir uns später an. Ich würde sagen, Booty Island klang toll, oder? Gehen wir doch einfach mal dahin. Also, ab nach Booty. Ja, mit der Musik kann auch nichts schief gehen, oder? Feel the Rhythm. Ja, so kann man natürlich auch dahin segeln. Was wird denn das? Hey! Wie wär's mit einer geraden Linie? Ah, diese Karte ist echt hübsch. Ja, genau. Also ich glaube, Captain Dread ist echt... Ohne Navigator scheint er echt nicht viel drauf zu haben, anscheinend. Schaffen wir es jetzt? Ja, da sind wir. Jawohl, Booty Island. Eine gewisse Elaine auf uns warten soll. Nein, Marley. Besser gesagt. The sign says the Booty Boutique. Mementos, Souvenirs, Artifacts. Da sind wir, auf Booty Island. Und ich kann mich auch noch relativ gut an diese Insel erinnern, von früher zumindest optisch. Und auch manche der Rätsel, die auf mich warten, wie sie gelöst werden, weiß ich schon lange nicht mehr. Aber mein Gott... Wir haben noch Zeit. Und das können wir doch alles zusammen lösen. Wow, das ist mal ein Laden. Hier gibt es jede Menge Sachen anzuschauen, glaube ich. Found that beauty at the bottom of the sea. She cleaned up real nicely, though. It was handmade by a good friend of mine from another island. Ah, bestimmt von Scab Island. It says beware of parrot. Warum? Ist doch nur ein Papagei. Warum haben alle immer Angst vor Papageien? Wie damals Meathook. Isn't he a beautiful parrot? He's preoccupied with his reflection. Oh, ich hab ja auch einen Wellensittich. Ich mag Vögel. Mr. Polly likes that mirror. Yeah, he seems to be in love with his reflection. Das habe ich auch schon gemerkt. That's a real ship's horn, just like the ones used on modern ships. Also... Die Möglichkeiten, die wir jetzt haben im Spiel, haben sich vervielfacht und ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Monkey Island 2 Special Edition LeChuck's Revenge. Mein Name ist Alex. Bis dann!